Komm, geh aus dem Fenster und stürz dich in den Tod. Nein. Ob darin steht, was Penny fehlen könnte? Na, Markus weiß das bestimmt besser. Ich weiß, warum ich mich so lange vor diesem Wendy-Spiel gedrückt habe. Ich komme hier nicht mehr aus diesem scheiß Raum raus. Es tut mir leid, es tut mir wirklich. Ich hasse es, gerade komplett Lösung zu gucken. Es riecht bei Kinderspielen. Aber ihr seht. Oh, ich habe Tee über mein Handy geschüttet. Scheiße. Nein. Ah. Sauber machen. So. Ups. Ja. Ich habe noch 3% Akku. Ja, Wendy. Wie hieß das Spiel? Turnier? Turnier mit Hindernissen. Oh, ich habe vergessen, Komplettlösung anzugeben. Oh, es gibt glaube ich schon als Let's Play. Schade. Komplettlösung. Ah, tut mir leid jetzt, dass hier gerade so eine kleine Pause ist, aber könnt das gerne noch mal hören. Markus zu Hause. Ach. Noch ein Buch. Vielleicht das Telefonbuch? Da ist ja mein Adressbuch. Da steht sie ja. Scherer, Tierarzt. 39028. Was? Hab ich mir jetzt nicht gemerkt. Also. 39028. Okay. Tierarztpraxis Dr. Scherer. Hallo? Schnell, Markus, Sie müssen sofort kommen. Hier ist Wendy Torstek, Markus. Es geht um meine Stute Penny. Ja, C. Kann ich so C drücken? Nee, natürlich nicht. Hallo, Markus. Hier ist Wendy Torstek. Mein Pferd Penny will nicht mehr fressen. Torstek ist eigentlich holländisch? Penny steht ganz müde in ihrem Stall. Sie rührt ihr Futter nicht an und Möhren will sie auch keine. Hat sie getrunken? Nein, obwohl ihr Wasser ganz frisch war. Hatte sie Schaum vom Mund oder hat sie geschwitzt? Nein, ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. Scheint nichts Schlimmes zu sein. Ich komme vorbei und schau mir Penny an. Schaum vom Mund? Vielen Dank. Das arme Pferd ist vergiftet. Stirbt jetzt. Bianca wird schon warten. Ja, das Pferd kann sterben, aber Bianca ist wichtiger. Gut, der Tierarzt kommt ja gleich. Penny, kein Problem. Da bist du ja wieder. Was machst du denn für ein besorgtes Gesicht? Penny will nichts fressen. Der Tierarzt ist schon unterwegs. Ein Schmetterling. Hoffen wir, dass es nichts Ernstes ist. Komm, wir bauen den Parcours auf. Wo ist meine Maus? Ah, hier. Hast du die alleine geschleppt? Nein, Flavio hat mir geholfen. Hast du das Buch mit? Klar. Mhm. Dann können wir die Hindernisse jetzt aufbauen. Dann kann's ja losgehen. Hallo. Schön, dass du Wendy und Bianca beim Aufbau hilfst. Auf dem Trainingsplatz muss der Parcours des anstehenden Turniers in Kiel nachgebaut werden. Okay. Dazu brauchst du nur eines der Hindernisse in der rechten oberen Bildhälfte anzuklicken und auf den Trainingsplatz zu ziehen. Wenn du das richtige Hindernis gewählt hast, wird es aufgebaut. Wenn nicht, musst du es nochmal versuchen. Welches Hindernis an welche Stelle soll, kannst du, wenn du willst, auf dem Plan nachsehen. Falls du mehr Hilfe brauchst, kannst du das Trainingshandbuch anklicken. Du kannst es natürlich auch alleine versuchen. Viel Spaß bei dem Spiel. Aber denk daran, der Trainingsparcours muss heute fertig werden. Wo soll ich denn jetzt wissen?
Wo soll ich das denn jetzt wissen, was das ist? Nein, das war falsch. Wir müssen ein anderes Hindernis versuchen. Wir müssen es woanders versuchen. Nein, die Stelle ist nicht richtig. Hä? Da muss wohl ein anderes Hindernis hin. Ah, Gatter. Was ist das hier? Das passt da nicht hin. Was ist das denn? Das ist ein Gatter. Ach, das ist eine Mauer. Okay, die Mauer kann ja dann hier hin. Hier soll wohl kein Hindernis hin. Nein, nicht hier. Hä? Was ist ein Gatter? Ist das ein Gatter? Das war's nicht. Das war wohl nicht das Richtige. Da muss wohl ein anderes Hindernis hin. Muss das jetzt hier drauf? Das war das falsche Hindernis. Ich versteh's nicht. Ich versteh's wirklich nicht. Hier soll wohl kein Hindernis hin. Kann mir jemand weiterhelfen von euch? Also, ich verstehe nicht genau. Nein, nicht hier. Ich dachte, das wäre jetzt nur der Ausschnitt hier. Und ich meine, ich weiß nicht, was das sein soll oder was das sein soll, aber ich dachte, da müssten jetzt die Sachen drauf. So, ich würde sagen, das ist die Mauer und das Gatter hätte ich jetzt gesagt, das oder vielleicht auch das. Wir müssen es woanders versuchen. Ich meine, zurück komme ich ja anscheinend auch nicht, oder? Escape. Jetzt habe ich das Spiegel... Ich starte es dann gleich nochmal neu. Ja. Beste Let's Playerin überhaupt. Ich meine, das Spiel hat es verdient, geschlossen zu werden. Aber, ne? Ich hoffe, die Sachen jetzt sind jetzt auch gespeichert. Ja. Ach so, nein, ich möchte das direkt spielen. Nein, ich möchte das direkt spielen, nicht installieren. Ah. Überspringen, überspringen, überspringen. Die Musik kommt trotzdem. Es macht mir Angst. Ich glaube, ich habe jetzt einen Bug ausgelöst. Guck, ich habe einen Bug ausgelöst. Ich lasse die Musik jetzt erstmal. Beim Aufbau hilfst. Auf dem Trainingsplatz muss der Parcours des anstehenden Turniers in Kiel nachgebaut werden. Dazu brauchst du nur eines der Hindernisse in der rechten oberen Bildhälfte anzuklicken und auf den Trainingsplatz zu ziehen. Wenn du das richtige Hindernis gewählt hast, wird es aufgebaut. Wenn nicht, musst du es nochmal versuchen. Welches Hindernis an welche Stelle soll, kannst so, du, wenn falls du jetzt nochmal Lösungsvorschläge habt, wie das gehen soll, Hilfe brauchst, gerne. Du das Trainingshandbuch anklicken. Du kannst es natürlich auch alleine versuchen. Viel Spaß bei dem Spiel. Aber denk daran, der Trainingsparcours muss heute keine Maus fertig werden. Ich kann ihn nicht überspringen, wenn Gelaber. Okay, muss heute fertig werden, aber ich komme ja auch anscheinend nicht zurück. Ich kann ja nur das Spiel beenden, wenn ich zurück will. Aha, da! Ich wollte nämlich die ganze Zeit. Das ist ein Rick. Alles klar. Oxer, Planke, Gatter. Gatter ist das hier, okay. Steilsprung, wie ein Weidentor aussieht. Okay. Mauer ist das hier dann. Okay, also zuerst brauchen wir das hier, okay? Aber wohin? Hier soll wohl kein Hindernis hin. Ich verstehe es noch nicht so. Na, das wird doch was. Okay. Genau, da gehört das hin. Ich dachte, man muss immer auf diese Dinger da. Und dann kommt Trippelbarre. Das ist so toll, das Spiel. Okay, das ist das hier. Ja, reicht jetzt. Hier irgendwie. Das war wohl nicht das Richtige. Nee? Da muss wohl ein anderes Hindernis hin. Das hier? Ja, das war richtig. Okay, hab ich mich verguckt. Planke. Dann bestimmt das hier. Nein, das war falsch.
Lass uns mal in dem Trainingshand. Wir müssen ein anderes Hindernis. Ist mir scheißegal. Ich drücke einfach die ganze Zeit, anstatt immer nachzugucken. Perfekt. Jetzt kommt Rick. Nein, nicht hier. Es ist natürlich die Frage, muss das jetzt nach oben oder muss das nach unten? Von welcher Perspektive ist das? Also das hier müsste eigentlich quasi das erste sein. Also hier so. Klasse. Genau. Und dann kommt Oxer. Mhm. Wir müssen ein anderes Hindernis. Das war's nicht. Das war wohl nicht das Richtige. Ich habe schon wieder vergessen. Da muss wohl ein anderes Hindernis hin. Das war doch eine Planke. Das war das falsche Hindernis. Bist du ein? Klasse. Ja, ich verstehe es langsam. Trippelbarre war, glaube ich, das hier, ne? Nein, nicht hier. Wo denn sonst? Wir müssen es woanders versuchen. Hier hinten? Nein, die Stelle ist hier nicht vorne. Richtig. Hier oben meine ich. Nein, nicht hier. Das passt da nicht hin. Was ist das hier? Mauer. Hier soll wohl kein Hindernis. Na, das wird doch was. Ja. Yeah. Genau, da gehört das hin. Das ist so ein tolles Spiel. Fascination. Oxa und Rick. Rick war jetzt das da, ne? Das war wohl nicht das Richtige. Muss man wirklich nach der... was war jetzt ein Rick? Das war ein Rick. Nein, nicht hier. Ich kenne nur einen Rick von... Das passt da nicht hin. Oder von Walking Dead. Hier soll wohl kein Hindernis hin. Nein, nicht hier. Fick dich. Wir müssen es woanders versuchen. Ein Rick war... Das ist... Nein, die Stelle ist nicht richtig. Nein, nicht hier. Wo denn sonst? Ja, das war richtig. So weit weg? Ach so, davor muss noch eins. Oxa. Das war das, ne? Nein, das war falsch. Nee? Wir müssen ein anderes Hindernis versuchen. Was bist du denn? Wir müssen nee, es das woanders auch nicht. Versuchen. Bist du ein Ochser? Nein, die Stelle ist nicht richtig. Planke. Das war eine Planke. Da muss wohl ein anderes Hindernis hin. Nein! Das war das falsche Hindernis. Ich kann mir Namen so schlecht merken. Also Ochser, Ochser ist das und Planke ist das. Alles klar. Hier soll wohl kein Hindernis hin. Nein, nicht hier. Ach so, zuerst das Ochser. Entschuldigung. Wir müssen es woanders versuchen. Direkt hier vorne. Nein, die Stelle ist nicht richtig. Doch! Nein, nicht hier. Das passt da nicht hin. Hier soll wohl kein Hindernis hin. Nein, nicht hier. Wir müssen es woanders versuchen. Ist doch zweimal hintereinander. Nein, die Stelle ist nicht richtig. Ich bin doch jetzt nicht doof. Es hat sich aufgehangen. Super. Das war das richtige Hindernis. Das Rick kommt aber doch zuerst. Ach so, sehen wir jetzt quasi von hier oben runter. Das heißt, da müsste das... Oh, das muss jetzt hier hin. Ja, das war richtig. Dann müssen wir aber auch in die andere Richtung fahren. Aber ist okay. Ist okay. Was kommt jetzt? Rick. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, was das Rick ist. Das ist das hier, ne? Hier soll wohl kein Hindernis hin. Nein, nicht hier. Gatter ist das hier? Genau, da gehört das hin. Nein, die Stelle ist nicht richtig. Nein, nicht hier. Das passt da nicht hin. Klasse. Boah, das dauert hier aber echt noch ewig. Trippelbare war das hier. Na, das wird doch was. Mauer. Boah, ich habe jetzt so viel gelernt. Ich freue mich richtig. Nein, die Stelle jetzt so viel schlauer zu sein. Super, das war das richtige Hindernis. Planke. Das hier. Das war das falsche Hindernis. Nein, das war falsch. Na, das wird doch was. Das ist doch ein Ochser, oder nicht? Das war's nicht. Das war wohl nicht das Richtige. Klasse! Genau so sieht der Parcours in Kiel aus. Genau, in Kiel. Puh,
schön anstrengend. Jetzt stehen die da vor so einer Mini-Barre. Ja, sieht echt super aus. Planke oder was auch immer. Was meinst oder du, Michael? Was meinst du denn, Michael? Das habt ihr gut gemacht. Übrigens, Wendy, ich hab den Tierarzt getroffen. Er war bei Penny. Was hat sie denn? Wahrscheinlich nichts Ernstes. Aber so genau wollte der Arzt sich noch nicht festlegen. Er hat aber eine Blutprobe mitgenommen. Und was kann ich für sie tun? Penny braucht erstmal Ruhe. Dr. Scherer ruft an, wenn er die Probe analysiert hat. Okay. Hoffentlich ist Penny bald wieder in Ordnung. Wenn ich nur was für Penny tun könnte. Vielleicht hat Dr. Scherer ein Medikament, das sie schnell wieder fit macht. Wenn ich nur was für Penny tun könnte. Okay. Vielleicht hat Dr. Scherer ein Medikament, das sie schnell wieder fit macht. Ja. Dürfen wir dann auch jetzt gehen? Dann müssen wir ihm den Schlüssel irgendwie geben. Von mir aus können wir die ganze Zeit hier rumstehen und nichts machen. Eure Arbeit hat Spuren hinterlassen. Ja, die Löcher waren vor dem Parcoursaufbau noch nicht da. Die müssen wir zuschütten. Ja, dazu Sand im Stall. Sand. Oder etwas Erde. Ja, gut, dann können wir jetzt gehen. Oder muss ich nochmal draufklicken? Nee. Ich habe keine Ruhe mehr. Ich sehe mal nach Penny. Geht klar, Wendy. Ihr braucht ihre Ruhe. Schon mal an, Löcher wegzumachen. Dass man aber auch immer in diesem Bild dann gefangen ist, ne? Ich meine, eigentlich auch ganz gut, weil dann weißt du, du bist dahin noch nicht fertig. Aber andererseits ist so, was willst du von mir? Guck mal, jetzt hat die sogar schon Äpfelchen. Kein Wasser mehr dafür. Dir geht's wohl noch nicht besser. Gut, wir nehmen mal den Sand mit. Die Schaufel kommt wie gerufen. Die nehme ich mit. Ping! Ups. Wüsste gerne, was Flavio mit dem Sand gemacht hat. Wir können ihn jetzt gut gebrauchen. So, Äpfelchen. Willst du auch nicht? Gut, das war's auch schon. Tschüss. Nee, doch nicht. Na, was ist, Mädchen? Wenn du nur was fressen würdest, dann ging es dir besser. Ich habe auch Hunger. Na, das Training führt. Wollte eigentlich Burger heute machen. Habe ich gerade nicht mehr geschafft, bevor ich jetzt hier. Lass mich hier raus! Ach, da hängt was. Der Zettel ist ja von Mami. Von Mami. Ja, dann lies doch. Flavio sagt, Penny will nicht fressen. Hab ihr ein paar Äpfel hingestellt. Vielleicht mag sie die ja. Mami. Okay. Will sie auch nicht? Na, das Training für Kiel können wir wohl abschreiben. Ja, ihr seid aber so cool, dass ihr das trotzdem auch so schafft. Da glaube ich an euch. Was willst du denn jetzt hier noch drinnen? Irgendwas übersehen. Na, das Training für Kiel können wir wohl abschreiben. Ja, wir wissen es jetzt langsam.